Dir ist Beziehungsaufbau in der Schule wichtig? Du möchtest einen ganz besonderen Moment in deinem Klassenraum schaffen? Dafür eignet sich der Toast for Change. Lasst uns gemeinsam Geschichte und Geschichten schreiben. Es wird feierlich und es geht um den Toast for Change. Ja, wir möchten auf Veränderung anstoßen. Mit einer ganz besonderen Methode, die garantiert Gänsehaut und Knistern im Klassenzimmer erzeugen wird, weil Veränderung und Vorsätze plötzlich Verbindlichkeit erlangen, weil sie mit allen anderen geteilt wird. Das ist eine Methode, die ist angelehnt an die Methode der Freedom Writer. Der Toast for Change ist im Film Freedom Writers dargestellt und finde ich total schön in Szene gesetzt und verdeutlicht halt nochmal, wie ein würdiger Rahmen im Klassenraum geschaffen werden kann. Der Toast for Change braucht einen würdigen Rahmen und den bekomme ich natürlich im Klassenraum relativ leicht hin, indem ich schon mal eine andere Sitzordnung schaffe. Wir haben uns dazu entschieden, ein Plakat noch herzustellen, die Beleuchtung auch ein bisschen zu verändern und natürlich, wir haben uns richtig rausgeputzt, damit auch alle sehen, passiert hier gerade irgendwas, was sonst nicht passiert, also der Überraschungseffekt. Und dann überlegen sich die Schülerinnen und Schüler einen konkreten Satz, ein Ziel, eine Sache, die sie wirklich verändern möchten und treten nach vorne, nehmen sich ein Glas und erheben das Glas auf ihre Veränderung. Und wenn alle ihr Glas erhoben haben, stoßen alle gemeinsam an. Es geht los, 3 Minuten Zeit und alle überlegen sich ihren Toast for Change. Wenn alle ihren Toast for Change geschrieben haben, wird es ganz besonders feierlich. Alle erheben sich und einer nach dem anderen geht nach vorne und spricht den eigenen Toast for Change. Anschließend stoßen wir alle gemeinsam an. Ich stoße an auf neue Erfahrungen mit Menschen, die ich noch nie getroffen habe. Ich stoße an auf die kleinen Impulse, die ich setzen möchte, um Beziehungen zu verändern. Ich stoße darauf an, mehr Abwechslung in den Alltag zu bringen. Ich stoße an auf die kommende Entwicklung und mein Start bei den Change Writers, da freue ich mich ganz arg drauf. Ich stoße darauf an, gemeinsam mit anderen tollen Menschen Knistern ins Klassenzimmer zu holen. Mein Toast for Change ist, dass ich wieder mich besonders darauf konzentrieren möchte, zu schauen, was tut mir eigentlich gut und zwischendurch mal so in meinem Lebensalltag auch Entspannungsmomente zu schaffen. Dann auf die Veränderung! Auf die Veränderung! Prost! Es ist hilfreich, den geeigneten Zeitpunkt zu finden für den Toast for Change. Vielleicht am Anfang einer Klassenfahrt, am Schuljahresbeginn, möglicherweise auch am Schuljahresende. Hilfreich kann sein, dass alle am Platz stehen oder sitzen bleiben, damit die Nervosität nicht überhand nimmt. Und natürlich ist es auch möglich, die Veränderung aufzuschreiben, in Briefform einer Vertrauensperson zu geben, damit es ein bisschen privater bleibt und trotzdem können alle gemeinsam anstoßen. Der Toast for Change geht auch digital. Die Schülerinnen und Schüler können euch Fotos schicken, auf denen sie auf ihren Toast for Change anstoßen. Daraus könnt ihr eine Klassencollage erstellen und ihr habt einen Klassen-Toast for Change. Oder ihr stoßt direkt gemeinsam in einem Videocall an. Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Toast for Change gemacht? Teilt sie doch gerne in den Kommentaren. Ihr habt Lust auf mehr Methoden? Abonniert doch gerne unseren Kanal. Glaubt an eure Schülerinnen und Schüler. Tschüss und Glück auf! Liebes Tagebuch, heute haben wir das gemacht, was die Freedom Writers gemacht haben. Ich habe einen Text geschrieben und musste ihn vorlesen. Es ging darum, was ich in meinem Leben verändern möchte. Erst hatte ich Angst, vor meiner Klasse zu lesen, dass die einen Kommentar abgeben. Aber das haben die nicht gemacht. Also, ich merke, dass sich irgendetwas an denen verändert. Dieser Tag war der beste bis jetzt.